Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 2. Hier unsere treue Verkäuferin, die Gudrun. Der Rest ist jetzt hoffentlich in der Lage, was zu essen und dann schlafen zu gehen. Scheinbar sind die nicht so in der Lage. Komm, dann gehst du noch schön duschen. Wir müssen hier irgendwie so ein Schichtsystem einführen. Du schläfst übrigens hier. Hab ich mir ausgesucht. Und dann schaust du noch, wenn hier zockst ein bisschen. Das macht dir Spaß. So, du, bist nur so halb fertig mit Hunger, dann nimm dir noch einen Teller. Dann gehst du duschen. Und dann gehst du schlafen, du schläfst mit Bifu nämlich in einem Bett. So, du schläfst hier hinten schon. Du kannst dir dann auch nochmal hier eine Portion nehmen. Dann pinkeln und dann duschen. So, die Gudrun. Hier, die gibt ja immer wieder Verkaufstipps. Hier, die Gudrun ist jetzt unsere beste Verkäuferin. Die hat die Nachtschicht erwischt. Die Dumme. Okay, und jetzt stelle ich wieder in die Kasse. Oder füll das hier hinten auf. Erst das hier hinten auffüllen. Komm, du bist ein Allround-Talent, das habe ich schon immer gewusst. Dann sei die Kassiererin. Okay. Die nächste kommt. Ich glaube, wir können noch nicht Ware präsentieren, oder? Doch, das könnten wir schon, aber die ist direkt zu dem Stuhl hingegangen. Komm, du bist so rich, du brauchst den Stuhl. Den Stuhl kriegst du nirgends anders so günstig. Okay, sei wieder die Kassiererin. Komm, du bist die Beste, wenn du es verkaufst. Wie viel? Da kann man auch immer oben seinen Status anschauen, wie viel man jetzt schon hat und so. Angestellte haben wir nicht, wir machen nur Verluste. Negative Beurteilungen bekommen, aber wir brauchen einen Stern praktisch noch. Also einen Verkauf, dass wir die nächste Stufe erreichen. Personal wäre im Moment blöd. Wir haben nicht so viel Geld. Es ist ein Familienbetrieb. Wir sollten ein Kind mit ihr übrigens kriegen. Hier, komm, verkaufe die. Das Ding. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Hier, Basisverhandlung. Ach, du musst jetzt gleich arbeiten. Ja, blöd. Sei noch ganz kurz die Kassiererin. wir haben einen Stern bekommen. Jetzt können wir uns hier so einen Vorteil aussuchen. Was nehmen wir denn? Großhandelsrabatt, einflussreich. Empfehlung. Ja, komm, nehmen wir einfach mal Geld. Und der nächste, der aufsteht, das müsste sie sein. Ja. Kann dann direkt mal. Da ist einer eingepennt, wenn wir Essen auffüllen. So, du bist gerade eingepennt. Du stehst jetzt einmal auf. So, jetzt bist du die Geschäftszuständige. Weil Gudrun jetzt in die Arbeit müsste, schön langsam, in 7 Minuten. So, Nachtschicht gut überstanden. So, jetzt macht sie Clint für eine Stunde weiter. Ist eh keiner da. So, neue Jobs sind verfügbar. So, du hast ja noch keinen Job. Such dir mal einen schönen Job. So. Die sind blind. Brauchst es nicht auffüllen, sondern du musst verkaufen. Eine Basisverhandlung durchführen. Sehr ganz hart am Überlegen. Komm, belabere sie nochmal. Und den kannst du übrigens verkaufen. Jetzt musst du, glaube ich, in die Arbeit. Die nimmt den Stuhl ja eh nicht.
Wir bräuchten halt echt jemanden, der Kassierer macht. Naturwissenschaften, nee. Verbrecher. Wirtschaft, ja, Wirtschaft. Okay. Regina, du bist gerade fertig. Bitte einmal die Kunden abkassieren. Was möchtest du hier erreichen? Du möchtest Geschäftslevel 2. Das hört sich doch toll an. Du kassierst ihn ab, füllst auf und bist dann die Kassiererin. Ja. Du, ich habe für dich den perfekten Job nämlich jetzt gefunden. Gehst du bitte einmal hin. Du suchst dir einen Job. Bringen uns jetzt schöne Rechnungen. Was möchtest du? Einen Bus kaufen? Vergiss es. Dann kannst du Post holen. So, jetzt einmal auffüllen. Das ist wichtig. Ja. So, jetzt hast du einen Naturwissenschaften. Ach so, das ist was anderes. Was weiß ich. Wie war es jetzt ein Job? Freu dich drüber. Das kannst du vergessen. Du möchtest Tai Chi machen. Wir haben doch jetzt bestimmt so viele Vorteile hier schon. Hier 83.000, irgendwas, was unserem Geschäft weiterhilft. Und hier, das ist die Gelddruckmaschine, oder? Und hier dieser Liebespool, der wäre halt auch... Komm, wir bauen so einen Liebespool. Was ist das? Energietrüner. Okay. Ja, machen wir auf wieder Play. Aber wir haben jetzt einen Liebespool. Alle Rechnungen bezahlen. Hier, vergiss das gleich. Sorry, Gina, du kannst dich jetzt in der Runde ausruhen. Also was essen. Zum Mittagessen servieren Hawaii-Toast. Und du kannst mal pinkeln und duschen. Ja, Buch. Zurückrufen. Sieglinde ist gefeuert. Ja, für dich finden wir bestimmt sofort wieder einen ganz tollen neuen Job. Das passiert mal, dass man gefeuert wird. Das ist auch nicht weiter schlimm. So, such den Job. So, sie ist am Überlegen. Und du hast jetzt gerade nicht so viel zu tun, dann kannst du sie gleich mal beraten. Die Kassiererin sein. So. Ja, du brauchst das erste Mal Energie. Senden ist da im Bett, habe ich mich entschieden, dann schläfst du jetzt erstmal. So, Regina, was ist jetzt bei dir los? Ja, ist. Du musst viel essen. Okay, wir haben irgendwas gekriegt. So, Spaß hast du jetzt nicht so viel, aber jetzt kannst du ja fernsehen. So. So, du kannst auch aufhören, Kassierer zu sein und auffüllen. So, jetzt bist du auch wieder besser drauf. Kannst jetzt mal trinken gehen. Und dann können wir weiter an deinem Reichtum arbeiten. Und zwar, indem du denen hier einfach mal was verkaufst. Ich habe gehört, du hast ein Talent dafür. Und du kannst dann gleich Fernsehen schauen. Ich schau mal Fernsehen mit denen, da fühlt sich gleich besser.
Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht bei diesem 2. Bis dahin, tschüss!